Schiff voraus! Aber du musst alle Teile des Krakenfluchs finden, wenn du die Meere ohne Furcht befahren willst. Eines muss in der Bucht des Todes liegen. Ein anderes muss aus dem Meer bei den Schiffbruchuntiefen geborgen werden. Okay. Das heißt, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind wir eigentlich richtig. Kap der Dämonen, genau. Aufgepasst, Matrosen! Es wird Zeit, in See zu stechen. Und das geht am schnellsten mit einem neuen Kreuzmast. Hol dir jetzt einen im Spielzeugladen. Ein Kreuzmast? Okay. Muss erstmal schauen. Da drüben ist nämlich, sind glaube ich die, die wir da erledigen sollen. Wir kriegen viel Belohnung. Das heißt, ich glaube, das können wir uns sogar theoretisch leisten, ne? Ja, können wir tatsächlich. Macht unser Schiff eine Runde flatter. Kaufen wir doch mal, aber vorher. Vorher werde ich mir erstmal hier dieses Battle geben. Die zwei schießen sich gegenseitig in Grund und Boden. Mal sehen, ob wir es nicht mit beiden gleichzeitig aufnehmen können. Doch klar. Ist ja geil, also es gibt auch Kriegs. Das versuchst du nicht nochmal. Ich glaube, wir gehen gerade unter, oder? Ja. The fuck? Es gehört zu Sao Fengs Flotte. Darauf verwette ich den letzten Zahn meiner Mutter. Alter, was geht denn hier ab? Wir machen die Kanonen klar, Captain. Also die halten auch ein bisschen mehr aus, so wie das aussieht. Alter, was geht denn hier? Wir sind getroffen. Die kommen näher. Erwischt. Okay, ja, die halten einiges aus. Komm. Yes! Krass. Alter, es brennt alles. Wir haben fast nichts mehr. Geister, die Szene so von wegen, hey, guck mal, da bekriegen sich gerade zwei. Also es kann auch mal sowas Zufälliges passieren, dass sich zwei andere Schiffe bekriegen und wir haben ja zwei auf einen Streich. Die Sache ist nur die, da sind ja auch noch eine Haufen Schiffe. Jetzt haben wir sie wirklich wütend gemacht, Captain. Sie kommen auf uns zu. Schickt sie zu den Fischen. Ist es nicht das, was wir sowieso machen wollten? Wir haben sie wütend gemacht. Ja. Kanonen nachladen! Aber die sollten doch jetzt hier schnell im Arsch sein. Das kriegen wir schon. Hey, wir haben sie! So, gleich die nächsten. Gut, dass wir diese Dreierkanone haben. Die macht es schon um einiges einfacher. Die macht das schon sehr viel angenehmer. Sie haben uns. Sie sinken, Captain. Schiff auf Steuerbordseite. Ladet die Kanonen nach, Captain. Ja. Mach das mal, weil da hinten ist das letzte. Ab zu den Fischen mit euch. So, das war's. Alter, wie viel Geld es gibt, wenn wir so andere Schiffe töten, gell? Richtig gut Geld. Mission jetzt auch noch erfüllt. Ja. Oder? Ach da, Welle im Anmarsch. Ach du Scheiße. Da kommen verschiedene Wellen. Ah, okay, jetzt die letzte Welle mit drei Schiffen. Wir machen die Kanonen klar, Captain. Okay. Fahren wir jetzt erstmal in deren Richtung. Und jetzt halt können wir das Feuer öffnen. So, und da kommt das Master Schiff da hinten. Ja, das hält auch um einiges gleich mal mehr aus. Aber wir kommen hier gerade richtig gut auf die zu. Und schon sind die letztendlich am Marsch. Das waren die letzten. Nice. Und das sollte dann wohl reichen. Captain, eins von Saufens Schiffen nähert sich uns. Was ist denn jetzt los? Ach, das war erst die zweite Welle. Halt auf Steuerbord! Ist ja wohl jetzt ein schlechter Scherz. Ach, das ist jetzt die letzte Welle. Und hier ist was los. Das ist ja mal ein richtig krankes Battle. Okay, da hinten ist wohl das Mutterschiff.
Ha, klingt komisch, gell, Mutterschiff, aber ist so. Hey, wir haben sie! Gut, nächster. Kommen wir an den ran. Ladet die Kanonen nach, Captain! Ja, jetzt zu treffen langsam. Voll. Das gibt das Geld, das ich brauche. Also das ist mal eine richtig lohnenswerte Nebenmission. Alle Mann, tut doch was. Da sind gleich... Jawohl, da sind die letzten zwei. Und es war's. Endlich. Alter Verwalter. Ein Schiff gegen alle. Das war echt krass. Man nennt euch eine Ratte, Sir. 1000 nochmal oben drauf. Das hat sich definitiv gelohnt. So, was ist jetzt im Missionslogbuch eigentlich drin? Mehr Feuerkraft? Nee. Designsets sammeln. Setzt den Kurs auf den Schiffbruch Untiefen oder Bucht des Todes? Ich würde sagen, sie meinte doch, wir sollen als nächstes zur Bucht des Todes gehen. Dann sollten wir das vielleicht mal machen. Genau, dann fahren wir jetzt nämlich zur Bucht des Todes. Ich meine, wir machen ja eh alles diese jetzt. Diese Insel ist voller Schätze und Schiffswracks. Aber das einzig Wichtige für dich ist das Teil des Krakenfluchs. Ja, das ist klar. Was will mir hier, will mir jetzt hier nochmal einer krumm kommen, oder was? Piraten, Captain. Und sie scheinen sich nicht an den Kodex zu halten. Warum versuchen wir es nicht nochmal? Ladet die Kanonen! Vielleicht ist uns das Schicksal diesmal hold. Scheiß drauf. Ich will jetzt, wir haben jetzt genug gekämpft. Es wird Zeit, dass wir jetzt mal in die Bucht fahren und uns dieses Todestal mal angucken. So, ich denke, hier werden wir jetzt irgendwo anlegen können, oder? Jo, Mr. Gibbs übernimmt das Ruder. Ich kann dabei ja mal hier ein bisschen auspacken. Wunderbar. Aber was machst du eigentlich hier, du Fischer? Du bist nur Zierde, oder wie? Wie, hier ist eine unsichtbare Wand. Schweinerei. So, jetzt haben wir es aber dann. Auf geht's, da müssen wir hin. Ich will da hin. Los, lasst mich. Juhu. Wir sind endlich in der, bei der Bucht des Todes, Mann. Hier gibt's auch wieder eine Menge zu entdecken für uns. Das sehe ich doch schon kommen. Wir haben jetzt echt viele Belohnungen. Also echt viel Geld bekommen. Da überlege ich ja gerade, mich doch nochmal zu verbessern, bevor wir uns hier in der Todesbucht umeinander gucken. Weil, sind wir mal ehrlich... Todesbucht klingt jetzt nicht so einladend. Da verbessern wir mal ein bisschen. Kaufen einmal die Donnerbüchse. Und einmal die Atlasklinge. Und schon geht es nämlich hier richtig zur Sache. Geschenke! So, einmal die Donnerbüchse. Bam. Das gilt ja dann auch nochmal als abgeschlossen. Und gibt auch nochmal Funken dazu. So, und das neue Schwert. Geil. Jetzt wäre Ausrüstung nützlich. Rufen wir sie auf. Manche Ausrüstung trägst du zum Beispiel in den Händen, andere auf dem Rücken. Sehr gut. Du weißt jetzt, wie man zur Ausrüstung gelangt. Wechsle noch einmal. Stimmt, das wussten wir noch gar nicht. Willst du einen schnellen Wechsel ausprobieren? Richte ihn hier ein. Richte einen schnellen Wechsel ein. Wähle die Ausrüstung aus, die dir bei dieser Mission helfen kann. Wähle die richtige Ausrüstung und es kann losgehen. Okay. Ah, das ist ja abgefahren.
Entweder mein Schwert oder die Atlasklinge. Entweder meine Donnerbüchse oder die Pistole. Ja, cool. Großartig. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier jederzeit Schwert ablegen. Ist ja abgefahren. Okay, das gefällt mir. Also, jetzt haben wir auch noch eine komplett neue Ausrüstung. Ups. Ausrüstung. Die hoffentlich jetzt ordentlich reinknallen wird. Jetzt gucken wir uns mal die Bucht des Todes an. Oh, hier wird es auch eine Menge zu tun geben. Oh, die Atlasklinge. Das schwingt ja gleich ganz anders. Geht einfach nicht nach. Wie kommen wir denn da rein? Das ist aber sehr seltsam. Seil und Flaschenzug oder Drehachse und Hebel hätten funktioniert. Drehachse und Hebel? Die Idee war schon dumm, bevor du sie gedacht hast. Wir müssen sprengen. Aber das ganze Schießpulver ist nass. Dann müssen wir was anderes finden, was explodiert. Ja, dafür bräuchte ich allerdings einen anderen Charakter. Das ist natürlich dann jetzt eher schlecht. So, bevor wir die Herausforderung machen, lernen wir die Insel jetzt erstmal kennen, logischerweise. Damit wir das dann nämlich auch schaffen. Kommt dann Gegner, Tatsache. Bam, erstmal aus dem Leben nehmen. So, schauen wir mal. Ah, da ist eine erste Kiste. Und da im Wasser ist definitiv etwas, das ich gebrauchen kann, aber da komme ich wohl nicht hin. Vielleicht gibt es ja aber auch noch extern irgendwo Schießpulver, das wir benutzen können. Da werden wir gleich mal nachfragen, ob die davon was wissen. Das ist was für Davy. Swabbys Kopftuch. So, ich gucke mir jetzt erstmal hier in aller Ruhe um. Blocke mit A. Das weiß ich noch nicht, oder was? Wollte eigentlich gleich direkt danach schießen, aber hey! Die Atlasklinge gibt natürlich Gas. Okay. Ah, hier waren wieder die Dinger, die dahin geliefert werden. Dann gibt es jetzt hier vorerst gar nicht mal so viel zu tun. Das heißt, wir müssen eigentlich schon mit den beiden hier quatschen. Machen wir das doch mal. Oder kann ich hier... Ne, da sterbe ich bestimmt. Spreche mal lieber mal mit denen. Hier, hier. Vielleicht können wir aus einer Palme einen Rambock bauen. Er will einen Rambock bauen. Wir müssen was finden, was in die Luft fliegt. Okay, wir brauchen... Du bist erst mit einem Piratenbombenpack ein richtiger Pirat. Hol dir eins im Spielzeugladen und setze es nach Herzenslust ein. Ach, wir können Bomben auch so kaufen. Die Piratenbombe. Ah, dann brauchen wir Davy nur für diese Dinger, die nur für Davy gedacht sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt haben wir nur gar kein Geld dafür. Das ist natürlich blöd. Wir haben kein Geld dafür. Das heißt, nachdem wir kein Geld haben, müssen wir entweder wieder auf See und was killen. Oder ich mache zum Beispiel die Herausforderung. Bereit zum Spielen? Und ich würde sagen, ich bin eher bereit zum Spielen, ne? So, okay, komm. Nächstes Mal. Fantastisch. Los geht's. Ob das überhaupt geht, jetzt wo es, wenn es hier versperrt ist? Nee, dieses dann. Ziel musst du erreichen. Schlage diese Zeit. Was muss ich erreichen? Ah, das ist ja ganz was anderes. Da kämpft man gegen Gegner. Ich muss 3 Gegner in 3 Minuten besiegen, ohne dabei selbst drauf zu gehen. Ist das nicht ein bisschen einfach? Großartig. WTF, das war's? Du hast es geschafft. Okay. Ich meine, ich find's ja schön, dass es noch andere Aktivitäten gibt, also anstatt nur rumzulaufen. Ich finde das echt cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Bis bald. Fantastisch. Aber das war ja so ein bisschen schwach. Herausforderung gestartet. Und jetzt 5? Besiege die Gegner. 6, okay. Achte auf die Uhr. Na gut, dass wir uns hier die Verbesserung gekauft haben.
So, den gleich mal kaputt schießen. Dann schön die Kombos raushauen. Ja, ich denke mal, das wird hier absolut kein Problem. Der Fette vielleicht. Fantastisch. Bitte, schau mal, wie wir den wegbomben. Okay, da kommt nochmal so einer. Sehr gut. Ich hatte mich schon auf eine Herausforderung gefreut. Fantastisch. Das ist ja Weltklasse. Die Kombo mit dem Schuss danach ist der Hammer. Oh, das wird vielleicht nicht für 500 Coins reichen, gell? Das wird eine enge Kiste. Bereit für eine echte Prüfung? Ja, ja, gleich kommen wir zur echten Prüfung. Da hinten liegt noch eine Menge Gold. Und Funken. Nee, das dürfte reichen. Ich denke, am Ende werde ich die 500 schon haben. Oh, hier sammeln wir auch noch mal ein bisschen. Da kommen wir auf fast 400. Passt schon, das schaffen wir schon. Bist du bereit für eine echte Herausforderung? Ich bin immer bereit für eine echte Herausforderung. Das ist das Ziel. 10 Gegner, okay. 10 Gegner in 3 Minuten, da lache ich doch. Ja, genau so wird das was. So, nach hinten schießen. Alleine hier sollte so viel Gold und Coins droppen. Fantastisch! Dass ich das Geld eventuell sogar erreichen könnte. Dazu müsste ich es aber natürlich noch einsammeln. Ich habe euch immer nur das Beste gewünscht. Jawohl. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht zu sehr treffen. So, der fällt um, der kriegt noch einen Schuss drauf. Wahrscheinlich habe ich ihn aufgrund der Palmen nicht getroffen. So, der ist aber raus. Ganz aufpassen, nicht zu leichtsinnig werden. Und daneben gesetzt. Komm. Das hätten sie ein bisschen schneller machen können, dass sie mal ein bisschen... Ey, was ist denn jetzt los? What? Was war denn das? Ja, genau so wird das was. Was zum Teufel? Jetzt werfen die hier mit Granaten? Alter. Kannst du das mal bitte sein lassen? Gleich hast du es. Krass, also man muss es nur in der Zeit schaffen. Man kann sterben, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, komm schon. Ja, genau. Ihr seid mir der liebste aller Captains, unter deren Kommando ich gesegelt bin, Captain. So, wird wohl gereicht haben und Coins habe ich damit auch genügend. Ah, gut, eine Niederlage, aber das ist jetzt... Geschafft ist es trotzdem, muss es halt keiner gesehen. Und damit können wir jetzt uns auch... Jetzt haben wir wieder fast 700 Coins... Also gut, dass da die Challenge war. Wahrscheinlich haben sie sogar direkt deswegen dort platziert, damit es mir nun möglich ist, die Piratenbombe zu kaufen. So, dann laufen wir da auch noch direkt hin. Na, Lust auf mehr? Oh, wirklich? Nee, mehr eigentlich nicht. Ich möchte jetzt nur noch zu meiner Piratenbombe. Und das ganze Ding hier mal in die Luft reißen. Genau, gib mir das mal. Zack. Neues Spielzeug. Jetzt können wir das Tor nämlich aufsprengen. Oh ja, das ist klasse, das gefällt mir. Ich kann nicht genau zielen, also der wirft... Oh, yeah. Das muss ich jetzt auf meine Schnellauswahl doch legen, oder? Ah, nee, es geht nur, geht nicht. Das heißt... Das mache ich natürlich hier hin. Weil dann kann ich wechseln zwischen Kanone und... Jawoll! Das ist nice. Können wir eigentlich hier rauf? Ich riskiere es erst gar nicht.
hast okay. du schon mal gewonnen. Willst du dann gehen versuchen? Die auch sogar direkt auf die Kisten. Habe ich das richtig gesehen? Oh, so können wir jetzt Kisten easy aufsprengen. Finde ich geil. So, jetzt sprengen wir das hier auf. Und bam, schon kommen wir durch. Geschafft! Klasse! Ihre Sprengkraft ist famos. Okay, geil. Wir sind jetzt also bei der Todesbucht, ja. Also auf zu den Booten. Und das sehen wir in der nächsten Folge von Disney Infinity.